Ja, willkommen zu unserem ersten Teil dieses Kurses zum Thema Marktvisier der Kurs. In dem ersten Kapitel oder in dem ersten Teil möchten wir uns mit dem Thema Price-Action beschäftigen und uns ist wirklich klar, dass hier unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen sich den Kurs anschauen. Deshalb möchte ich die erfahrenen Trader um Nachsicht bitten oder um Verständnis, dass wir hier wirklich am Anfang anfangen. Ganz vorne, was ist Price Action? Was bedeutet die Kursbewegung an einem Markt, in einem Instrument, in einem Wertpapier? Um einfach denen eine Chance zu geben, auch von Anfang an dabei zu sein, die noch nicht so viel mit der Börse und mit dem Handel an der Börse zu tun hatten. Daher wirklich fangen wir ganz vorne an und erklären auch, warum wir uns mit der Marktbewegung, also der Price-Action beschäftigen und warum wir das nicht irgendwie anders machen wie vielleicht andere Händler an der Börse. Dazu gesagt sei auch noch, dass es wirklich viele Möglichkeiten gibt, an der Börse erfolgreich, profitabel Geld zu verdienen. Wir haben uns für diesen Weg entschieden. Es gibt sicherlich andere Wege, die ich hier nicht schlecht reden will, die aber für uns nicht in Frage kommen und mit denen wir auch nicht klarkommen. Deshalb, das hier ist eine Art des Handelns, die auf jahrelanger Erfahrung von zwei Tradern beruht. Das ist zum einen der Marco Schneider und zum anderen von mir selber, Axel Büscher. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und steigen so langsam in die Materie ein. Gut. Was ist eigentlich Price-Action? Price-Action ist eigentlich jede Kursbewegung eines Wertpapiers. Also jeder Tick, in der Preis sich verändert in eigentlich jedem gegebenen Markt, bei jedem Instrument, in jeder Zeiteinheit, ist Price-Action. Ob der Preis jetzt einen Tick höher oder einen Tick runter geht, all das kann sogar bis auf den einzelnen Tick eine große Rolle spielen. Wir beschäftigen uns weder mit Nachrichten noch Bilanzen, Umsatzzahlen, Reports, Berichte oder irgendwas, was Sie da draußen alles finden. Viele Journalisten, gerade Wirtschaftsjournalisten, beziehen eine Bewegung in einem Markt. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sehen, der DAX hat angezogen um 1, noch was Prozent, weil das und das passiert ist. Es gibt so viele Nachrichten jeden Tag weltweit, sodass man das eigentlich nur ganz schwer nach unserer Meinung der Kursbewegung alleine zuordnen kann. Und selbst wenn es der Fall ist, so ist das nur eine temporäre Kursbewegung, die sich dann wieder in den übergeordneten Bewegung einschaltet oder einordnet. Ja? Wir gehen einfach und einzig und allein davon aus, was macht der Preis und was hat der Preis in der Vergangenheit gemacht. Ich komme da später noch näher drauf zu, warum das für uns eine Rolle spielt. Aber das ist das Einzige, was uns interessiert. Natürlich kann man den Preis und die Preisbewegung unterschiedlich darstellen. Ganz früher hat man nur Zeilen gehabt, da stand eine Uhrzeit und dahinter ein Kurs. Und da muss man anhand dieser Zahlen erkennen, wie sich der Markt bewegt. Heutzutage in der computerisierten Zeit ist es viel einfacher. Man kann sich die Kurse in Form von Charts darstellen lassen. Ich habe hier mal einfach vier Beispiele rausgeholt. Das ist ein KG-Chart, das ist ein Renko-Chart, das ist ein Point-and-Figure-Chart und das ist ein ganz normales Kerzen-Chart. Sie sehen, all diese Charts zeigen den gleichen Markt im gleichen Zeitrahmen, aber sie zeigen das etwas unterschiedlich. Das heißt, hier werden nur die Kurse optisch anders dargestellt. Okay? Wir haben uns für zwei Sachen entschieden, die Sie später im Kurs auch noch kennenlernen. Das ist zum einen die ganz normale 5-Minuten-Kerze oder die ganz normale Kerze und es ist eine Kerzenform, die wir selber entwickelt haben, die für unsere Mitglieder in unserem internen Bereich zur Verfügung steht und die zeigen wir Ihnen noch detaillierter. Okay, gehen wir weiter. Als nächstes, was sind denn eigentlich Instrumente? Jedes Wertpapier und unter dem Begriff Wertpapier fallen jetzt zum Beispiel Aktien, Indizes, Forex-Märkte, Zertifikate, all das, Optionsscheine, all das sind Wertpapiere, also Papiere, die einen inneren Wert haben. Ja, und die werden auch als Instrumente bezeichnet und Instrumente deshalb, damit man sie in einer Software, und Sie haben ja eben die
die Chartbilder gesehen, dass man die in einer Software darstellen kann und die richtigen Daten von dem jeweiligen Datenlieferanten auch dem Markt zuordnen kann und dass das dann auch richtig angezeigt wird. Ja? Und das Verhalten dieser Instrumente ist halt eben die Preisbewegung, die Preisaction. Und die ist in jedem Markt zu erkennen. Ja? Das unterscheidet sich ein bisschen. Und zwar liegt das daran, dass natürlich unterschiedliche Teilnehmer in unterschiedlichen Instrumenten unterwegs sind, aber auch die Größe und Anzahl der Teilnehmer und der Instrumente spielen da eine Rolle. Stellen Sie sich vor, Sie alle kennen den DAX, Sie kennen ihn auch vielleicht unter DAX 30. DAX 30 bedeutet, da sind die 30 größten deutschen Aktienunternehmen drin notiert. Es gibt zum Beispiel den S&P 500. S&P ist ein amerikanischer Indiz mit den 500 größten amerikanischen Aktien, an der Börse notierten Aktiengesellschaft. Also 500 oder 30, das spielt schon eine Rolle. Da ist schon eine unterschiedliche Größe allein an Wertpapieren, die in diesem Indiz, also ist letztendlich so eine Art Warenkorb, drin sind. Ob das jetzt 500 oder 30 sind, spielt schon eine Rolle. Der DAX ist viel agiler, viel schneller als zum Beispiel der S&P 500. Ja, und unter Wertpapiere versteht man natürlich all die Instrumente, die an geregelten Märkten, also Börsen, gehandelt werden. Hier ist ganz wichtig, geregelte Märkte, denn wir wollen ja nicht irgendwie im grauen Markt verschwinden, wo jeder machen kann, was er will, sondern hier gibt es ganz klare Regeln und diese Regeln schützen den Anleger. Ja, und geben auch dem einzelnen Instrument, wie zum Beispiel der Aktie, vor, welche Informationen ausgegeben müssen, werden müssen und wie sich ein Aktienunternehmen verhalten muss. Also, dass keine Insider-Informationen nach außen dringen, dass keine Insider handeln dürfen und all sowas. Also, es bezieht sich nicht nur auf Insider, aber es ist auch ein großes Thema. Also, alle Wertpapiere, die an geregelten Märkten gehandelt werden, in Klammern Börsen, fallen darunter unter Instrumente. Ja, Marktteilnehmer, ganz wichtiger Punkt, denn darauf basiert letztendlich unser Ansatz der Price-Action. Ja, es gibt je nach gehandeltem Wertpapier, Instrument, unterschiedliche Teilnehmer mit unterschiedlichen Interessen an den Märkten. Und ich möchte jetzt hier in dem nächsten Slide einfach mal auf die wichtigsten eingehen, die es an den verschiedenen Märkten gibt, in unterschiedlicher Zusammensetzung, aber fast immer sind die dabei. Das sind zum einen die Banken, die entweder für sich selber handeln oder aber für ihre Klienten handeln. Das heißt eben Portfolios führen, zum Beispiel mit Aktien, mit Optionsscheinen, mit Zertifikaten, mit Indizes und so weiter und so fort, um halt eben für sich selber Geld zu verdienen oder aber im Auftrag eines Kunden dort halt eben Geld anlegen. Es sind die Versicherungen, die die Kundengelder anlegen. Diese findet man sicherlich eher in den Bereichen der defensiven Werte, also Zinswerte, Bonds und so weiter und so fort. Und die legen auch an der Börse ihr Geld an. Die haben natürlich einen ganz anderen Anlagehorizont als zum Beispiel eine Bank, die jetzt für einen Kunden kurzfristig handelt oder für sich selber kurzfristig handelt. Das Gleiche gilt für Fondsgesellschaften. Fondsgesellschaften müssen natürlich ihr Geld, das sie von ihren Anteilseignern einnehmen, irgendwo anlegen, je nachdem, worauf dieser Fonds ausgerichtet ist, legt er es halt eben dort in einem Markt an und handelt damit, kauft und verkauft. Dann gibt es noch Handelsfirmen, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit dem Handel an der Börse. Das sind Firmen, die haben Computerprogramme entwickelt, die zu jeder Zeit im Markt sind, also mal long, mal short, aber eigentlich fast immer im Markt sind. Es gibt diese High-Frequency-Trader, wo Sie vielleicht mal was drüber gehört oder gelesen haben. Das sind halt eben Firmen, die mit Computerprogrammen ganz, ganz schnell und immer wieder neue Orders in den Markt setzen, mit ganz wenig Profit in der einzelnen Position wieder rausgehen, aber durch die Anzahl dieser Trades halt eben auch versuchen, großes Geld zu verdienen. Dann sind es zum Beispiel Unternehmen. Jetzt, wenn Sie sagen, was wollen Unternehmen an der Börse? Stellen Sie sich vor, es gibt zum Beispiel den Forex-Markt, das ist der Währungsmarkt, der Währungspaare im Bankenverkehr miteinander handelt, also zum Beispiel den Euro zum Dollar. Und wenn Sie
Jetzt überlegen Unternehmen wie Siemens oder Autounternehmen wie BMW, Mercedes und so weiter, die haben nicht nur Beschäftigte in Deutschland oder in Europa mit dem Euro, sondern die beschäftigen auch Menschen in Amerika, in Asien, Japan, Australien, wo auch immer. Und die haben ein großes Währungsrisiko. Denn das kann ja sein, dass sich eine Währung zur anderen extrem verändert und jetzt zum Beispiel Daimler seine Leute in Amerika in Dollar bezahlen muss, aber seine Bücher hier in Euro führt. Deshalb handeln diese Unternehmen auch an der Börse. Oder nehmen Sie an, ein Luftfahrtunternehmen, die Lufthansa. Die Lufthansa muss immer wieder Kerosin kaufen, damit ihre Flotte fliegen kann. Und die Spritpreise variieren ja extrem an den Börsen. Und hier kann sich ein Unternehmen absichern, zum Beispiel über einen Future-Markt, zum Beispiel über das Öl. Denn wenn das Öl steigt vom Preis her, wird auch Kerosin teurer. Wenn jetzt so ein Unternehmen wie die Lufthansa da kein großes Risiko eingehen will, kaufen sie entweder Future-Kontrakte oder Optionsscheine mit dem Ansatz, dass der Ölpreis fallen oder steigen wird. Und wenn das der Fall ist, dann kann man diesen höheren Kerosinpreis mit den Gewinnen aus dem Börsenhandel abdecken. Geht der Preis runter, hat man zwar auch Verluste im Börsenhandel, aber dadurch hat man auch weniger, oder in dem Falle hat man auch weniger Kosten für Kerosin. Das Ganze gleicht sich aus und das Unternehmen hat jetzt nicht mehr diese Schwankungen, diese Preisschwankungen in den Büchern und kann viel besser kalkulieren. Also auch Unternehmen haben einen Grund, warum sie an der Börse handeln. Und dann gibt es noch Leute wie Sie und mich und den Marco, die einfach an der Börse handeln wollen, spekulieren wollen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, das ist eine Kaufmannstätigkeit. Wie jeder gute Kaufmann kauft man billig ein und verkauft teuer oder man verkauft teuer und kauft dann später wieder billig ein. Das ist unsere Tätigkeit. Und da gibt es unterschiedliche Größenordnungen. Da gibt es den kleinen einzelnen Händler, da gibt es die kleinen Handelsunternehmen, wo mehrere Händler miteinander arbeiten. Aber das sind in der Regel die am häufigsten angetroffenen Teilnehmer eines geregelten Marktes. Okay, gehen wir weiter. Gehen wir zum nächsten Punkt. Und da geht es darum, wie Sie von der Preis-Action profitieren können. Also ich habe schon mal gesagt, Nachrichten gibt es hunderttausendfach jeden Tag. Und wenn wir uns danach richten würden, würden wir als Trader, wir in unserer Position auch wahrscheinlich scheitern. Denn wir haben keine große Research-Abteilung, die all die Nachrichten filtern kann. Wir können nicht dahinter schauen. Wir bekommen die Nachrichten erst viel später, wie viele andere am Markt, wie die Großen am Markt. Deshalb sind Nachrichten für uns kein Thema. Der Preis und das Verhalten der Marktteilnehmer ist für uns aber ein großes Thema. Denn wer handelt an den Märkten? Selbst wenn wir über Unternehmen wie Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften sprechen, die Handelsentscheidungen treffen immer noch Menschen. Und selbst dann, wenn die Handelsentscheidungen von einer Maschine getroffen werden, so musste die Maschine vorher vom Menschen programmiert werden. Das bedeutet, das Verhalten der Menschen ist ja immer wieder dasselbe. Also da gibt es viele Studien darüber, dass sich Menschen eben so wie sie geprägt sind, auch verhalten. Und genau das nehmen wir als Basis dafür für unsere Handelsentscheidung. Wir suchen Situationen im Markt, die auf Basis der Vergangenheit, also wie hat sich der Kurs entwickelt, wie ist er dahin gekommen, wie ist die Tendenz, der Trend, auf Basis dieser Informationen aus der Vergangenheit und der aktuellen Preisbewegung, was passiert hier gerade am Markt, versuchen wir eine Entscheidung zu treffen, ob wir jetzt einen Kurs, ein Instrument kaufen oder verkaufen. Und hier können wir in beide Richtungen handeln. Das ist das Gute. Wir handeln also in Long. Das bedeutet, wir kaufen ein Instrument, um es dann zu einem höheren Preis wieder verkaufen zu können. Oder wir handeln Short. Das heißt, wir verkaufen erst eine Sache, die wir noch gar nicht besitzen, um sie dann zu einem niedrigeren Preis wieder einzukaufen. Und die Spanne dazwischen, das ist der Gewinn, den wir uns versuchen in die Tasche zu stecken. Ja, das ist, und deshalb versuchen wir vom Preis-Action zu profitieren. Schauen wir weiter. Das Ergebnis: Wir suchen also Handelswahrscheinlichkeiten, die größer sind als 50%, dass der Kurs sich in diese Richtung, die wir da erwarten, auch bewegt und versuchen damit unser Geld zu verdienen. Und vieles hängt davon ab, dass man ein gutes Einstiegssignal findet, den Markt beurteilen kann, also eine
Meinung zum Markt hat und halt eben dann diese Position, die man handelt, auch richtig managt. Das ist unsere Aufgabe, die wir im Rahmen des Börsenhandels mit Preis-Action durchführen. Das können wir auf jeder Zeiteinheit machen. Marco und ich sind Daytrader, wir handeln also auf ganz kleinen Zeiteinheiten und das aber jeden Tag ein Vielfaches mit 10 bis 20, manchmal sogar mehr Signalen. Man kann das auf Tagesbasis, auf Wochen-, Monatsbasis machen, ganz so, wie es in den persönlichen Rahmen reinpasst. Nur eins sollten Sie auf jeden Fall wissen. Ich habe das mal ganz lapidar gesagt. Wir kleinen Trader sind die Fliegen am Hintern eines Elefanten. Was meine ich damit? Der Markt ist der Elefant und die großen Teilnehmer am Markt, das sind die Elefanten, also Banken, Versicherungen und so weiter und so fort, die handeln hier mit gigantischen Summen. Wir reden hier über Millionen bis Milliarden, die dort bewegt werden. Und Sie können sich vorstellen, dass wir kleinen Trader, die hier mit $100, $500, 1000, 5000, $10.000 handeln, natürlich überhaupt keinen, aber wirklich überhaupt keinen Einfluss haben darauf, wo der Markt hingeht. Keine Bank orientiert sich daran, in welchen Markt der Axel Büscher jetzt gerade investiert und ob er hier mit einem oder 10 oder 50 oder 100 Positionen long oder short geht. Spielt für den großen Teilnehmer keine Rolle. Das heißt, wir kleinen Fliegen am Hintern eines Elefanten werden niemals in der Lage sein, dessen Richtung zu beeinflussen. Was wir aber können ist, wir können gucken, wo läuft er hin und laufen einfach mit. Das heißt, die bestimmen den Markt, die versuchen sich gegenseitig ihr Geld abzunehmen. Das heißt, wenn eine Bank handelt, will sie auch gegen einen großen Gegenplayer oder gegen mehrere große Gegenplayer handeln. Und diese Bank hat dann eine andere Meinung zu dem Kurs, zu dem Kursgeschehen der Zukunft, als wie zum Beispiel andere Teilnehmer. Und genau das ist es, worum es hier geht. Hier hat man unterschiedliche Erwartungshaltungen der Zukunft und deshalb findet ein Handel statt. Deshalb gibt es Käufer und Verkäufer. Und wir als kleine Trader, wir schauen uns die ganze Sache an, gucken, was die machen und steigen dann mit ein, nehmen ein paar Punkte mit, nehmen ein paar Dollar mit und steigen wieder aus. Und daran verdienen wir unser Geld und daran ist nichts Falsches. Okay, ich bin jetzt mit dem ersten Teil bereits durch. Wir haben jetzt gerade 20 Minuten Video hinter uns oder 18 Minuten und das soll es auch gewesen sein. Das soll Ihr erstes Marktverständnis für das Thema Price-Action gewesen sein und in den nächsten Kapiteln gehen wir dann tiefer in die Geschichte rein. Und ich zeige Ihnen, was wir unter Preisaction verstehen und was Sie darunter verstehen können, wenn Sie wollen, wenn Sie an diesem Kurs intensiv teilnehmen und mit uns erfolgreich sein wollen. Ich freue mich auf unser nächstes Kapitel. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihr Axel Büscher.